Jodeln ist eine archaische Form der Kommunikation über Entfernungen hinweg. Das, von dem immer noch viele glauben, das sei das eigentliche Jodeln, das ist Schlagermusik. Mit langwierig eingeübten Zungenbrechern im Wahnsinnstempo. Nicht das, was ihr jetzt hören werdet. Und ganz speziell Jodeln im Schwabenland? Geografisch sind ja hier genug Optionen, vor allem auf der Alp oben. Berlin und Bochum jodelt auch und das hat nichts mit den Häuserschluchten zu tun gehabt. Im Buch von Hans-Dieter Frauer, Die Schwäbische Insel, Geschichten zur Geschichte Württembergs, auf Seite 67 taucht der eigentliche Grund auf. Die Überschrift heißt, das Jodeln abgewöhnt. In Württemberg jodelt man nicht, wie etwa im benachbarten Bayern, und es gilt vor allem bei der älteren Generation noch weiterhin als unfein, irgendwie aufzufallen. Das sind die bis heute zu beobachtenden Nachwirkungen einer rigiden Kirchenzucht, die es fast 250 Jahre gegeben hat. Sie hat etwa, das ist ein scheiß Licht hier, sie hat etwa einen ehrsamen Handwerksmeister aus Calw das Jodeln nachhaltig abgewöhnt. Der Brave hatte sich in einer Silvesternacht ein oder zwei Glas Wein gegönnt und ging nun heim. Mit sich und der Welt im Reinen. Es war 12 Uhr Mitternacht und die Glocken der Calver Stadtkirche läuteten eben das neue Jahr ein, als unser Meister daran vorbeiging. Vor lauter Begeisterung jodelte er zu seinem Pech. Der neben der Kirche wohnende Dekan fühlte sich dadurch gestört und zitierte den Nachtruhestörer vor dem Kirchenkonvent. Der ließ den Sünder dann 3 Tage ins Zuchthäusli führen. Das war jetzt der Originaltext. Und zum Glück sind diese Zeiten vorbei und wir dürfen hier ohne als Rebellen verhaftet werden. Jodeln ohne als Rebellen verhaftet werden. Ja, wir jodeln euch jetzt 4 klassische Jodler. Alle immer erst in einer einzigen Stimme, damit ihr dann nachher das hört, wie der Unterschied ist, wenn es 2 oder mehr stimmig. Der erste heißt Bauernjodler und ist ein ganz einfacher aus der Steiermark. In Österreich, in der Schweiz, in Bayern. Ich habe mich für die Bayerischen ausgesucht, weil ich das mag. Und dieses Stück ist ein Ruf an den Berggeist. Wenn die Senner raufgehen, auf die Almen, dann bitten die mit diesem Ruf den Berggeist, die Zeit, die sie hier sind, einfach auf sie aufzupassen und auf die Viecher aufzupassen. Und ebenso ja, machen sie diesen Ruf, bevor sie wieder runtergehen, zum Dankeschön sagen. Also, der Alper.
gut im Schwabenland. Das geht auch auf dem Hügel da hinter dem Sudhaus. Das geht in den Wäldern, das geht an See, das funktioniert. Das nächste heißt Drei Huidiri und ist eine Volksreise aus Oberbayern. Drei Huidiri. Den singen wir jetzt. Oh, da, 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 da.